Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop von Lüdemann und Zanke AG. Hier mal schnell die Vorstellung eines Comfort-Blinkers im S-Pass JK. So, wollen wir mal kurz schauen. Nochmal. So, ich hoffe, man kann das sehen. Hier haben wir den Blinker. Einmal tippen, dreimal blinken. Dann nach oben. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie mit drauf. Das war's eigentlich schon. Dann gehen wir mal näher aufs Display. Das Witzige ist, das Modul greift diese Signale sozusagen nur ab. Und von daher, man kann den Blinkervorgang nicht unterbrechen. Also wenn ich jetzt einmal nach unten tippe, den anderen nach oben tippe, funktioniert es nicht, dass man diesen Blinkvorgang abbrechen kann. Das Modul greift, wie gesagt, die Signale ab und hält den Blinker sozusagen gedrückt, bis er wirklich dreimal geblinkt hat. Man kann die Blinkerintervalle auch einstellen noch auf 5-mal, zum Beispiel im Hängerbetrieb, wo der Spurwechsel dann dementsprechend auch länger dauern würde. Das gibt es dann auch her. Zur Anschlussweise, es ist dann im unteren Fußraum verbaut. Man muss an dem Kabelbaum in der A-Säule, also diese Verkleidung muss abgenommen werden. Und es muss ein Kabel verlängert werden, da die Kabel für rechten und linken Blinker aufgeteilt sind. Also von der linken hier, genauso drüben auf der rechten Seite, muss man auch einmal kurz ran, um das eine Kabel noch abzugreifen. Die Bedienungsanleitung, das alles werde ich dementsprechend noch besorgen und dann als Angebot im Shop einstellen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video mal wieder weiterhelfen. Bis denn, tschüss!